Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und wieder mal was für Erwachsene zum Sammeln. Ja, oder eigentlich vor allem in der Vorweihnachtszeit zum Spaß haben. Aber da reden wir gleich noch drüber. Es geht nämlich um das neue Winterset, das jetzt auch in die 18-Plus-Serie eingegliedert wurde. Das Ganze nennt sich jetzt Winter Village Collection. Wir haben einen Lightbrick, wie wir hier sehen. Und das Ganze besteht aus 1197 Teilen. Wird, ja, Normalpreis 94,99 kosten, also abzüglich 3%. Ab dem 23.09. schon ist es erhältlich. Und das hier ist ein Rezensionsexemplar, das mir dankenswerterweise von Lego zur Verfügung gestellt wurde. Und wir sehen, ja, das, was man ja teilweise schon erahnte, weil es ja schon erste geleakte Bilder von vorne gab, wird jetzt ergänzt durch einige wirklich sehr witzige Funktionen, die, glaube ich, so da noch nicht zu sehen waren, die wir uns aber gleich ganz ausführlich angucken werden, weil die machen meines Erachtens den Reiz dieses Sets auch aus. 5 Tüten sind es, beziehungsweise 5 Tütengruppen. Und wir werden auch gleich sehen, 2 Anleitungen. Das heißt, man kann zumindest ein bisschen parallel zueinander bauen. Und ja, es soll dann ja auch die Winterfreuden bei einem erzeugen. Leider auch ein Aufkleber-Stickerbogen da oben. Das hält sich allerdings in Grenzen. Das sind ja da nur 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und da ist sie, ne? Die Kantina von den Elfen, beziehungsweise das Elf-Clubhaus. Und so geht's also zu, wenn sich auch die Elfen mal ein bisschen relaxed geben wollen. Und wir sehen hier schon eine Menge Kleinteile, beziehungsweise eine Menge unterschiedliche Dinge, inklusive auch 4 Elfen und ein wunderschönes Haus, das wir uns gleich ganz genau angucken werden. Bauzeit, so ungefähr 2,5 Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht. Es ist, weil ich vorher die Kantina ja gebaut habe, eine ganz andere Art des Bauens. Bei der Kantina alles irgendwie mit schönen, großen Teilen zusammengesteckt. Hier sind es viele kleine Teile, die aber dann auch wieder ihren ganz eigenen Reiz entfalten, weil, ja, schön detailliert das Ganze und gibt auch ein paar ganz witzige Funktionen. Genau, das schauen wir jetzt mal. Wir starten mit den Elfen. 4 Stück. Hier haben wir die ersten 2. Ja, da machen wir nochmal das Megafon richtig. Wie wir sehen, Oberkörper und Beine sind gleich, kurze Beine. Aber ja, der Hut ist auch immer der gleiche, nämlich der mit Ohren dran. Allerdings haben wir 2 mit 2 Gesichtern und 2 mit nur einem Gesicht. Das sind die beiden, die 2 Gesichter haben. Wenn wir mal gucken. Oh, das ist aber so ein ganz verschmitztes da. Und auf der anderen Seite der hier. Ja, der kann auch lachen. Das ist also auch schon ein Fundus für Leute, die, glaube ich, ihre eigenen Welten erstellen wollen. Da kann man sicherlich mit den Gesichtern schon ein bisschen was anfangen. Ansonsten, ja, es hat so ein bisschen von Schlümpfen was. Also auch die haben ja nur an kleinen Details Unterschiede zu sehen. Das gilt jetzt auch für die anderen beiden, die, wie gesagt, dann auch nur ein Gesicht jetzt haben. Da ist der eine mit den Sommersprossen und der andere mit der Brille. Da kann man sich dann denken, was die vielleicht, wie die heißen. Aber auch der Rest hier wieder unterteilt. Ups, so. Alles gleich. Und auch hinten, da gibt es keine Unterschiede. Der Kopf und immerhin ein Schal ist dann noch dazugekommen. Ganz cool sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich allerdings eher an so Adventskalender-Türchen erinnern. Also ja, ganz dröge sind natürlich diese Geschenke, aber davor haben sie auch nur 2 dazu gepackt. Süß finde ich dieses kleine Flugzeug hier. Das finde ich mit so wenigen Teilen dann, ich sage es ja immer wieder gerne, die Magie von Lego auch darstellt, dass man tatsächlich eindeutig jeder sagen wird, ja, ist ein Flugzeug, ein Tragflächenflugzeug. Und das ist eben mit nur so ein paar Teilen dann da entstanden. Hier trägt natürlich vor allem auch, das ist ein Print in diesem Fall. Den haben wir allerdings auch letztens schon mal gehabt beim anderen Modell. Also das ist dann, ja, man erkennt es als Klavier, aber wenn man das nicht hätte, dann glaube ich eher weniger. Da finde ich noch spannender hier den Computer. Also man sieht, auch die Elfen gehen mit der Zeit. Allerdings scheinen sie billig irgendwo was eingekauft zu haben. Also ich glaube, die 80er möchten ihren Computer wieder haben. So sah das früher aus, liebe Kinder. Das war, so hatte solche Röhre, das ist Röhre. Das war noch nicht Flachbild. So, ja, sowas hatte man damals. Also sieht aus wie so ein alter IBM-Computer. Lustig, also hier hat man gar nicht erst eine Tastatur, sondern einfach nur diesen einen glatten Brick da drin. Und ja, auch immer einen Lüftungsstutz. Also auch da finde ich wieder, das hat, selbst wenn der Aufkleber nicht dabei wäre in diesem Fall, wirklich was von einem schönen alten Computer, zusammengesteckt aus wenigen Teilen. Und das zieht sich weiter durch, auch mit diesem Segelschiff hier. Da haben wir sogar 2 Segel, die ja ein bisschen eng aneinander stehen. Na gut, das könnte man auch auseinanderziehen. Und man erkennt es auf jeden Fall als Schiff. Gab es ja die ersten, die auch schon mutmaßen. Wir haben Klavier, kam dieses Jahr. Wir haben ein Piratenschiff dieses Jahr bekommen. Was kriegen wir denn vielleicht noch?
Also vielleicht war das hier das NES symbolisch. Dann müsste ja noch ein Flugzeug kommen. Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Herholen tue ich jetzt nochmal. Das finden viele ja als das Highlight des Sets. Hier unser Rentier. Das aber, muss man auch zugeben, wirklich süß aussieht. Man beachte nur diese Schnauze hier vorne. Dann noch hier so ein bisschen was vorne. Das hat, glaube ich, auch einen Fachbegriff. Dafür hier ein bisschen Gülden, was er hier drin hat. Das kann man natürlich rausnehmen. Da könnte man dann einen normalen Stein reinstecken, wenn man es denn ihn komplett haben will. Das ist schön weich hier. Okay. Aber hier ist nichts beweglich. Also das ist ähnlich dem Dewback. eher eine starre Figur, kein Kopf. Schade, hätte man da wenigstens noch so ein Gelenk wie bei den Pferden. Das hätte vielleicht noch was. Dann hätte er wenigstens noch was trinken können. Naja. Ein netter Schlitten hinten dran, der natürlich vor allem dadurch cool aussieht, dass er hier dieses Element hat, dieses goldene Element, was bei anderen Sets teilweise ja auch mal so Balustraden sind. Passt hier sehr schön als Tür, hat sogar hier so ein Lenkrad, witzig. Und hinten Düsen. Da, warum zieht er denn dann, wenn der hier Düsen hat? Na gut, wenn er fliegt wahrscheinlich, dann ist das Rentier einfach nur da, weil es cool aussieht, weil die Kraft kommt wahrscheinlich von da hinten dann, ne? Oder? Ja, genau. Apropos Kleinteile, dann haben wir noch einen wirklich schönen Weihnachtsbaum mit einem coolen Stern hier oben. Da sehen wir es, von der Seite sieht es cool aus. Und ja, hier mit diesen Lichtern oder mit diesen, was auch immer, diese kleinen Kügelchen, die hier wahrscheinlich dran stecken, so soll es wahrscheinlich sein, macht der einen schönen, kompakten Eindruck. Also da haben wir schon schlechtere Weihnachtsbäume gehabt. Das, ja, also obwohl dieser Stern hier diese Lücken hier, Ich finde es ganz nett. Also der hat was und ist ja auch nur Beiwerk zu einem Gesamtset, nämlich vor allem dem Haus. Und das gucken wir uns jetzt an. Das hat nämlich ein paar wirklich witzige Gags. Wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen die Front hier ab. Leider, obwohl es so aussieht, sind das hier keine LEDs. Das wäre ja richtig cool gewesen, aber das gibt es bei Lego eben so noch nicht. Wäre aber prädestiniert. Also diese Lichterkette, die sich hier so um den Giebel rankt, sieht cool zumindest aus. Aber da haben wir nicht den Lightbrick, der kommt ja dann noch. Dann hier auch, also mit dieser Rundung, sehr schön gemacht. Da oben noch ein kleines Loch. Da können wir, glaube ich, da müssen wir gleich mal gucken. Fenster könnte man öffnen. Hier ein Kranz, der so angedeutet ist. Dann eine eher als Hobbit-Tür gedachte Eingang, dieses Runde. Ja, ich glaube, Hobbit-Tür wäre komplett rund. Naja, gut. Schön finde ich dann auch immer, wenn hier so ein bisschen der Schnee runter kommt, also beziehungsweise so leckt. Das haben wir jetzt hier an allen Fenstern allerdings gleich. Dann ein typischer Weihnachtsbaum und hier dann dieser Wegweiser mit, das sind dann wieder Aufkleber, Nordpol und Workshop und hier vorne dann der Eingangsbereich. Was wir hier haben, das ist auch schon mal witzig, haben wir auch selten bisher gehabt, glaube ich, ganz recht in der Weihnachtswelt, der Carport. Also, naja, gut, also natürlich kommt da nicht das Auto rein, aber unser Rentier konnte da einparken. Das machen wir mal. Dann ab geht sie. Na gut, das Rentier ist nicht dafür gedacht, dass er einparkt, glaube ich. Aber es passt da rein, siehst du? Da können wir es reinschieben. So, und dann kann es beladen werden. Und er kann sich hier, ja, kann dann so halb hier stehen. So, ja, gut, ich glaube, es ist besser ohne Rentier. Aber wir sehen, der Wagen sitzt und kann, wie gesagt, beladen werden. Ich hatte gerade übrigens nochmal nachgeguckt. Also hier hinter dem Teil hier ist nichts. Das ist einfach nur Verzierung, dass der da oben sitzt. Drehen wir mal ein bisschen weiter. Da sehen wir jetzt den Carport nochmal von der Seite. Da gibt es allerdings keinen Durchlass. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Hier haben wir noch ein Fenster mit irgendwas da drüber. Bisschen Weißschnee. Und dann kommen wir hier schon zum Schornstein, den man auch wegklappen kann, sodass man also auch an diesen Carport tatsächlich ein bisschen besser zum Spielen dann rankommt. Aber wer will denn spielen damit? Ist ja ein 18-Plus-Set. Naja, gut. Aber ich glaube, das ist vielleicht dann doch für die Familie ganz gut geeignet. Wir gucken mal kurz von oben. Da ist jetzt nichts so Weltbewegendes. Ja, da rein gucken wir gleich mal genauer, weil da gibt es ein paar wirklich schöne Sachen. Wir drehen einmal kurz erstmal zur Seite nochmal. Hier haben wir dann den Blick zu den Sternen. So, da können wir auch den Balkon, wenn wir wollen, ein bisschen kippen. Aber das soll sicherlich so sein, dass es hier schön so eine schiefe Ebene da bildet. Aber man könnte ihn auch kippen lassen. Genau, also je nachdem, wie man will. Aber so soll es sicherlich. Und dann hat man hier das Fernglas und da durch das Fenster würde man dann wahrscheinlich aussteigen. Jo, und hier unten, da haben wir noch so ein paar Schneeschuhe rangeklickt. Gut, aber ich sagte ja schon, hier
gibt es noch Gags zu entdecken. Und da will ich noch ein bisschen die Spannung hochhalten. Da haben wir nämlich einmal hier erstmal, das ist noch nicht so gaggig, nette, ja, so ein kleines Schränkchen mit Schubladen, die man nicht aufmachen kann, weil das sind feste Teile mit ein bisschen was drauf. Und hier unten, ach, die rote Tasse. Sie darf nirgendwo fehlen, wie wir sehen. Und auch ein schönes, das finde ich cool da hinten. Ist leider natürlich ein Aufkleber, aber Santa im Kreise seiner Liebsten mit den Elfen dort als Bild. Und hier unten, da kann man an diesem Tisch wahrscheinlich gegessen und getrunken werden. Da ist die Tür. Und hier auch nochmal, na, gucken wir mal rein. Ich glaube, da war nichts drin, ne, in der Schublade. Wir sind ja nicht in der Kantina. Da wäre noch ein Knochen drin. So, ja. Und hier, da darf dann, weiß nicht, ist das dann zum Basteln? Ach nee, da, genau, das ist das Geschenkpapier. Das stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder beim Bauen. Da ist die Rolle, das ist gebaut. Also das sind keine Aufkleber, sondern es ist einfach zusammengesetzt aus verschiedenen entsprechenden farbigen weiß und roten Teilen. Und dann sieht es so aus, als wenn es sich hier runterkommt und über diese Rolle und dann hier festgemacht wird. Und dann kann hier kann was eingepackt werden und dazu noch die Schere. Das finde ich cool gelöst dort. Also haben sie nett gemacht. So, aber jetzt kommen die zwei Gags, über die ich noch sprechen wollte. Wobei, da hinten haben wir noch Remember, the 24th of December. Genau, ist also auch ein Aufkleber natürlich. Und hier, da haben wir übrigens den Lightbrick dahinter. Wenn wir das hier runterdrücken, dann leuchtet es da unten. Ich kann es mal sehen, wenn ich es ein bisschen runter mache, das Licht. Da sieht man, wie es dann da reinleuchtet ins Schlafzimmer. Aber das ist noch nicht der Hauptgag. Wir kommen zum zweiten Hauptgag. Und der, dafür brauchen wir erstmal Minifiguren. Ich muss da mal kurz was vorbereiten. So, wir haben da mal was vorbereitet. Unsere, zumindest drei von den Vieren, haben ihre Betten dort und liegen bequem. Und dann kommt irgendwann, oh je, der Moment, wo der böse Wecker klingelt. Und dann drehen wir hier an der Uhr und zack, fallen sie alle raus. Ja, also das finde ich witzig. Ja, so, guck mal, hier können wir nochmal einen reinlegen nochmal. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus natürlich, der das Ganze hier jetzt leicht zum Kippen bringt. Und wenn man hier nämlich dreht, sieht man da, wie der leicht nach vorne kippt dann. Und das sieht man gerade eben ja auch. Es funktioniert perfekt. Da schleudern die richtig raus, ja, und kommen hart auf, muss man sagen. Zack, ja, also finde ich witzig. Und das Ganze hier nochmal in super Slow Motion. Aber das war es immer noch nicht. Wir gehen noch mal zum Schornstein. Da haben wir eine Socke, die da hängt. Und hier unten, das finde ich sehr cool. Das ist nämlich die Waffelbäckerei. Und da sehen wir schon drei Waffeln im Anschlag. Jetzt müssen wir nur, das ist eigentlich wirklich ein ganz einfacher Mechanismus, den hier einmal umlegen. Dadurch fällt eine von den Waffeln runter. Können den schon wieder hochmachen, damit die nächste nachrollen kann. Jetzt brutzel. Und da ist sie. Da können wir sie auskippen. Und das können wir gleich noch mal machen. Zack, zack. Und ist die Waffel fertig? Da, so was von. Also, das finde ich wirklich cool. Komm, einen gehen wir noch, der ist leider falsch rum. Aber egal, wir machen auch mal einen hellen. Achtung, zack, da. Und die schiebt man dann einfach wieder, wenn man den Spaß nochmal haben will, hier oben, wie so ein, wo dann die Geldstücke reinkommen, die Dinger hier wieder rein. Hopp, hopp. Und dann kann man wieder die nächsten Waffeln backen. So, also, cool. Das fand ich eine richtig schöne Lösung, auch wenn sie einfach ist. Kommen wir noch kurz zu den Anleitungen. Zwei Hefte sind es. Für die Tütengruppe 1 haben wir ein eigenes kleines Heftchen. Da könnte also jemand parallel Weihnachten zum Beispiel bauen, aber ist ja 18+. Also dann mit dem Partner oder der Partnerin. Nein, aber kommen wir ja gleich beim Fazit vielleicht nochmal zu. Genau, also da haben wir diesen gesamten Kleinteil-Kram, der gebaut werden kann. Da sehen wir es. Und am Ende gibt es auch noch einen Hinweis darauf, wie man mit den Batterien des Lightbricks umgeht. Und im zweiten Büchlein, da kommt dann der Rest. 2, 3, 4, 5. 5 ist nur noch der Schornstein mit dem Highlight ja der Waffelbäckerei. Wir haben dann jeweils auch eine Minifigur, bis auf einmal. Und da hatte ich ja schon erzählt, es sind auch viele, relativ viele kleine Teile, die dann gebaut werden müssen. Der eine mag es, der andere nicht. Und am Ende gibt es dann auch noch einen Hinweis darauf, dass das mit dem Rauskippen ich mir nicht nur ausgedacht habe. Hier haben wir einmal das mit dem Bäckerei, da sehen wir es rechts und links, wie unsere Freunde da runterkippen. Jetzt weiß man auch, warum der so komisch guckt, weil ja, da kommt es gleich bitter von oben, wie man sieht. Genau, den Lightbrick haben wir auch und nochmal, wozu auch immer, nochmal so eine Explosionszeichnung bzw. so eine Sketchzeichnung. Jo, Fazit.
Natürlich ist es für Lego auch immer ein Problem inzwischen, was bringen wir denn noch? Also die wichtigsten Sachen, die Standardteile haben wir inzwischen gehabt vom Weihnachtsmarkt über das winterliche Haus oder auch die Spielzeugfabrik. Aber sie haben es tatsächlich nochmal geschafft, was wirklich Neues, Interessantes dazu zu packen. Gar nicht mal unbedingt jetzt von der Front. Als ich so die ersten Bilder nachher gesehen habe oder auch die ersten Gerüchte, dass es ein Clubhaus ist, wohinter ich mir so erstmal so gar nichts vorstellen konnte, dachte ich, ja, sieht hübsch aus, passt auf jeden Fall ins Ensemble, ist aber jetzt auch nichts wirklich Neues. Erst jetzt, als ich ja dann gebaut habe und vor allem diese schönen Gags hier im hinteren Teil des Hauses mit dem Rauswerfen der, oder aus dem Bett werfen von den Elfen und insbesondere auch diese Bäckerei hier unten, diese Pfannkuchen, die da reinfallen, da hat es mich gepackt. Also da fand ich dieses Set wirklich wieder sehr, sehr schön und es ist optisch auch schon sehr nett. Das kann man überhaupt nicht, also passt wunderschön in die Reihe. Kann man nichts gegen sagen. Also sind nette Minifiguren. Preislich ist es, ja, dafür, dass es viele Kleinteile sind, natürlich schon gehoben. Und das hier hätte Lust darauf gemacht, es tatsächlich irgendwie mit LEDs hier vorne beleuchten zu können. Was einen ja natürlich nicht davon abhält, mit Fremdprodukten das dann trotzdem zu machen. Und ich finde auch, also das Rentier finden ja viele besonders cool. Ich finde aber auch den Computer sehr nett. Also ja, rundum eigentlich ein sehr, sehr schönes, passendes Set. Was mir nicht so richtig in den Kopf will, ist dieses 18 Plus tatsächlich. Weil das ist natürlich durch diese Funktion ideal eigentlich dafür, dass es zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit gebaut wird, die Familie das zusammen macht und die Kinder eigentlich auch Spaß daran haben, zumindest etwas ältere, hier mit diesen Funktionen zu spielen. Also das ist eben nicht so ein typisches 18-Plus-Set, das man einfach hinstellt und fertig, sondern das will auch ausprobiert werden und da will auch was gemacht werden. Das geht auch wunderbar, weil wir die Elfen haben, weil wir das Rentier haben, wir können den Carport hier nutzen. Also dafür ist es eigentlich schon eine coole Geschichte. Deswegen, na gut, andererseits kann man sich auch fragen, was hätten sie sonst draufschreiben sollen? 16 plus wäre irgendwie ganz blöd gewesen, weil es eben ja dann suggeriert, dass es irgendwie für Kinder gar nichts ist. Oder ja, man hat wahrscheinlich das so gewollt, dass man sagt, ja, der Käufer ist dann über 18, aber das ist doch immer egal. Ja, wie gesagt, kann man drüber streiten. Sie haben übrigens jetzt auch sich wieder einen neuen Namen dafür ausgedacht. Das ist die Winter Village Collection. Also nach der Fairground Collection jetzt die Winter Village Collection. Zeigt natürlich, dass sie sicherlich vorhaben, auch in dieser Reihe sich dann entsprechend weiter mit neuen Sets einzudecken bzw. das Ganze fortzusetzen. Und wenn das in diesem Niveau weitergeht, alles gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt noch kommen kann, aber lassen wir uns einfach nächstes Jahr entsprechend überraschen. Das war's. Wie fandet ihr das? Beziehungsweise wie findet ihr das Set? Ab dem 23. kann man es kaufen. Vielen Dank an Lego, dass ich es vorab schon mal haben durfte, um es gleich jetzt an diesem Tag, wo es bekannt gegeben wurde, dann auch zeigen zu dürfen. Aber ja, ihr habt 2 Tage Zeit, euch das zu überlegen. Wie findet ihr es? Natürlich hat man viel länger. Also es wird ja nicht ausverkauft sein, so schnell. Und dann aber nicht wundern, nach Weihnachten geht es meistens erstmal wieder raus und kommt dann nächstes Jahr in der Vorweihnachtszeit, die in der Regel so im Spätsommer beginnt, dann wieder auf den Markt. Ja, das war's. Bis bald dann. Frohes Fest, ne? Feiert schön, kommt gut rüber. Oder wir sehen uns wahrscheinlich doch nochmal ein, zweimal vorher. Zumindest hören. Tschüss.